Okay, heute geht's nach Großbritannien. Und zwar schauen wir uns den neuen britischen Citizenship-Test an. The new Citizenship-Test for aspiring Britons intended to place more emphasis on British history and achievement can previous versions comes into force this week. Take the sample questions below and see whether your scores 75% necessary to pass. Which landmark is a prehistoric monument which stands which also wegen Englisch ist schon mal scheiße. Which landmark is a prehistoric monument which still stands in the English county of Wiltshire? Stonehenge, Hadrian's Wall, Offa's Dyke, Fountains Abbey. Ich weiß nicht, wo Offa's Dyke und Fountains Abbey sind. Offa ist wahrscheinlich irgendwo da, wo früher Mercia war. Ich glaube, Offa war König von Mercia. Hadrians Wall ist natürlich zwischen Schottland und England. Also nehme ich Stonehenge. Warum kann ich das nicht anklicken? Ah, nehme Stonehenge. Ich refreshe mal. Warum geht das nicht? Okay. Mach die Seite zu. Ruf sie noch mal auf. Blabbedabbedi. Und mache Stonehenge. Warum geht das nicht? Okay, kleinen Moment. Ich werde das regeln. Okay, jetzt bin ich in meinem Browser, was dazu führt, dass ich hier Werbung habe. Okay, Stonehenge, gut. What is the name of the admiral who died in a sea battle in 1805 and has a monument in Trafalgar Square, London? Also Cook hat, glaube ich, Australien entdeckt. Drake, Sir Francis Drake war auch, glaube ich, ein Hacker oder so. Und sehr viel früher Sir Walter Raleigh. Auf jeden Fall, dieser Sir Walter hier, der hat in Blackadder 2 Kartoffeln mitgebracht aus der neuen Welt, also der ist es auch nicht. Also muss es Nelson sein. So, in 1801, a new version of the official flag of the United Kingdom was created. What is it often called? Der Union Jack. Who is the patron saint of Scotland? Also St. Patrick ist Irland. St. David habe ich noch nie gehört. St. George habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß, es gibt einen St. George, der einen Drachen getötet hat. Das weiß ich aus Biss der Schlangenfrau. Vielleicht war der das Drachen, obwohl das war eher England, ne? Ja gut, dann würde ich mal per Ausschlussverfahren St. Andrew sagen. What flower is traditionally worn by people on Remembrance Day? Das weiß ich, sind Mohnblumen. Which of these sporting events was hosted in London in 2012? Ich weiß, dass da Olympia war in Großbritannien. Ich glaube in London, wegen dieser einen Doctor Who-Folge. Also nehme ich an, dass die Paralympics vielleicht auch da waren. At her Jubilee in 2012, how many years as Queen did Queen Elizabeth II celebrate? Das ist unglaublich lang, das sind 60 Jahre. Also sie wurde irgendwie in den 40ern gekrönt, meine ich. The second largest party in the House of Commons is usually known by what name? The Opposition. Here we go. From what age can you be asked to serve on a jury? Ich würde sagen 18. What is the title given to the person who chairs the debates in the House of Commons? Das ist der Speaker. So. Entschuldigung, jetzt passiert da gerade wieder Krach im Hintergrund. Es ist Sonntagmorgen, das heißt, irgendwer hämmert da wieder im Badezimmer.
Okay, das ist richtig, 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 das ist alles richtig. 10 von 10, sehr gut, voll Marks. This is terrifically British. Just so long as you don't boast about it to anyone. Okay. Ja, also ich weiß nicht, was sie alle sagen wegen diesem British Test. Der ist doch eigentlich ganz einfach. Oh. Ich sehe gerade hier oben in Header-Zeile, dass der von 2013 ist. Das heißt, der neue, den es jetzt gibt, das ist ein anderer. Okay, gucken wir den mal hier. All new British. British. So, das ist 2018, gibt es nichts Neues. News. Can you cut through the noise? An exclusive YouGov poll for the Times. Can you pass a British citizen test? Take our quiz and find out. Okay, das scheint. We are facing a new. We are facing a new post-Brexit points-based immigration system. But how many people can actually pass a British citizen test? Okay, das ist jetzt nach Brexit. Could you pass it? Okay. What is a fundamental principle of British life? The rule of law, the rule of the upper class, the rule of the monarch, the rule of your local member of parliament. Ich würde mal sagen, the rule of law, ja, okay. Next question. What is a responsibility that you will have as citizen? As a citizen or permanent resident of the UK. To keep your dog on a lead at all times, to avoid shopping on a Sunday, to look after yourself and your family, to grow your own vegetables. Eine Verpflichtung, die man hat. Also, muss man den Hund immer anleihen, weil sonst laufen die alle frei auf der Insel rum. Oder muss man es vermeiden zu shoppen am Sonntag? Das heißt, man kann shoppen, das heißt, die Läden sind offen, aber es ist nicht gern gesehen, also sollte man es vermeiden. Oder sollte man, also ist das die Verpflichtung nach sich und seiner Familie, also sich selbst zu sorgen um sich selbst? Oder müssen alle Briten Gemüse anbauen? Das macht keinen Sinn. Ich mache das mal mit der Familie. Okay, stimmt. Ach du Scheiße. During which part of the year are pantomime productions staged in theaters? Ich glaube Christmas. Ja. Weiß ich nur wegen Doctor Who. What is a fundamental principle of British life? A relaxed work ethic. Democracy, extremism, religious faith. Ich würde sagen Extremism, aber die meinen bestimmt Democracy. Okay. Which Jubilee did Queen Elizabeth II celebrate in 2012? Das, also 50-jährig ist golden. Wir haben eben in dem anderen Test erfahren, dass sie 60 Jahre gefeiert hat. Also muss das Platin sein? Weil Diamant ist, glaube ich, 70? Ah, nee, Diamant ist 60, okay. What must police officers do? Be rude and offensive. Obey the law. Make a false statement. Be politically neutral. Müssen sie dem Gesetz, müssen sie ja eigentlich schon, oder? Of which product did the UK produce over half the world's supply in the 19th century? Ich glaube Cotton Cloth.
Hadrian's Wall was built to keep out which group of people? The Picts? When was the last successful invasion of England? 1066? What is the minimum age for jury service? Hatten wir eben schon 18. 9 von 10. Also, das ist auch nicht schlimmer als der andere Test und der ist von 2020. Hm. Vielleicht bin ich einfach, vielleicht gucke ich zu viel Doctor Who, vielleicht bin ich zu britisch geworden mittlerweile. Ich guck mal, ob ich demnächst noch einen anderen Test finde, weil ich habe neulich im Radio gehört, die haben so einen schweren Test jetzt gemacht, der ganz furchtbar ist und den keiner besteht mit Fragen wie, wie ist die zweite Cousine von Churchills Oma oder so. Und der würde mich interessieren und wie gut man da abschneidet mit einem mit einer mittelschweren Allgemeinbildung, sage ich mal. Aber da finde ich hier keinen Hinweis drauf. Hier, was ist das? Februar 2020. Ja, ich meine, vor einem Monat oder so kam ein neuer Test, aber vielleicht gibt es den noch nicht in der Presse. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich werde dann jetzt frühstücken. Ciao. Okay, aus. Aus!